Ja. Lecker. Hi. Hallo. Nee, das wird nix. Das klappt super, ne? Total. Bin ich scharf? Natürlich bin ich scharf. Ja, der zweite Take ist manchmal ja besser als der erste Take. Das war ja schon der vierte Take. Ach so. Und runter in die Kommentare. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier, man kennt eigentlich noch gar nichts, weil wir hier voll auf dem Parkplatz stehen. Wir sind heute wieder in Saarbrücken auf der Uni. Die Saarcon ist wieder. Ich war ja letztes Jahr schon da. Und wie ich die Werbung gesehen habe, habe ich gleich noch mal Gregor angeschrieben und gesagt, Gregor, ich brauche 2 Tickets. Ich habe Bock, wieder ein Video zu machen. Und Gregor direkt so, ja klar. Und jetzt sind wir da. Ich habe heute meine beste Freundin mit dabei. Packesel. Meinen persönlichen Packesel. Weil wir sind heute voll mit Ausrüstung am Start. Ich habe schon, glaube ich, gefühlt 2 Jahre ein Mikro für diese Kamera. Habe so noch nie in meinem ganzen Leben benutzt. Und jetzt wollte ich das eigentlich gestern Abend noch schnell testen, ob das geht mit dem Mikro. Und habe dann festgestellt, dass die Batterien leer sind. Also sind wir jetzt noch eben Batterien kaufen gegangen und ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Uni hoch und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Hi Andi. Hey. Ich möchte keine Zuschauer während den Aufnahmen. Aber komm doch gerade ganz. Nee? Willst du nicht? Nee, Andi mag mich nicht. Andi möchte nicht. So, hallo und ganz herzlich willkommen. Wir sind heute wieder auf der Saarcon unterwegs. Wir waren ja letztes Jahr schon hier und sind hier ein bisschen rumgelaufen. Das werde ich dieses Jahr nicht machen. Wir laufen diesmal einfach nur ein bisschen rum und quatschen so ein bisschen mit den Leuten. Wir gehen nachher nochmal zum Gregor, mit dem wir letztes Jahr schon ein Interview haben. Ich stehe momentan hier in der Retro-Lounge. Das sieht man jetzt hier noch gar nicht. Aber da werden wir auch noch mit den Leuten davon ein paar Interviews machen. Wer das Lanarama-Video kennt, hat die ja schon mal gesehen. Da bin ich auch ein bisschen rumgelaufen. Und heute werden wir ein Video mit dem Daniel machen, ein kleines Interview. Und mal gucken, wen ich hier noch so ein bisschen aufgerissen bekomme für ein paar Interviews. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Du bist rein, hat sich eben nicht da, hat alles geklappt. Hier geht jetzt alles. Okay. Hat alles geklappt. Ich bin jetzt heute mit meinem Mikrofon hier unterwegs. Sehr schön. Ja, mal richtig professionell heute. Ja, warte, ich komme mal so ein bisschen auf Augenhöhe. Ist, glaube ich, dann einfacher. Hi. Hi. Ja. Wie geht's dir? Hallo. Ja, sehr gut. Jetzt aber. Ja, so abhängen. Ja, wir warten jetzt aufs Essen. Ja. Ich habe jetzt Hunger. Ich bin total verwirrt. Ich gucke da hin, aber ich muss halt da hin. Ja, das ist, ne? Das ist bei mir auch immer mit einem Video. Ich hier meistens hinter der Kamera nicht, also zu filmen. Nee, ich habe das ja immer rumgedreht, wenn ich Videos mache. Und ich muss sau aufpassen, dass ich wirklich in die Linse reingucke und nicht da rein. Du tatst doch gerne auf die Linse drauf. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, da. Vielleicht so ein bisschen. Ja. Aber nur so ein ganz klein bisschen. So, ich stehe jetzt hier beim lieben Daniel von der Retrobörse. Ihr seid dieses Mal das allererste Mal hier auf der Saarcon. Ich wollte schon Lanarama sagen. Genau. Nee, ihr seid jetzt das erste Mal hier. Ihr habt wieder alles Mögliche an Konsolen aufgebaut. Und ich trage hier eine tolle Brille, aus der man überhaupt gar nichts raussieht. Wofür genau ist die? Die Brille war für unser Blind Pac-Man-Turnier, das gestern stattfand. Also man hat, jemand hat die Brille auf, das hast du mir eben kurz erklärt, jemand hat die Brille auf und der andere muss navigieren. Genau, der die Brille auf hat, steuert Pac-Man und der Teamkamerad sagt quasi die Richtung vor als Navigator. Ich stelle mir das verdammt schwierig vor, weil ich sehe wirklich überhaupt nichts. Das ist wirklich richtig krass. Ja, das ist echt heftig. Wir hatten 17 Punkte. Okay. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ja. Deswegen. Was habt ihr hier sonst noch alles? Ihr habt noch ein paar Brettspiele, habe ich gesehen. Ja, weil wir halt dachten, es ist ja hier eine Brettspielveranstaltung, Brett und Tabletop. Deswegen haben wir gedacht, bringen wir auch ein paar Brettspiele mit, Retro. Weil wir machen zwar Retro-Börse, aber das ist ja nicht nur Videospiele. Ne? Auch Brettspiele sollen dazugehören, deswegen hier unser kleiner Brettspieltisch vorne mit ein paar alten Spielen. Und natürlich hauptsächlich unsere Konsolensammlung. Ja. So, euch gibt es ja jetzt seit April diesen Jahres erst eigentlich. Und ihr wart jetzt schon auf der Lanarama, ihr habt schon die erste eigene Retro-Börse gemacht, jetzt heute hier.
Was ist noch so geplant? Weiter geht's im Dezember in Kirkel. Und eine Veranstaltung hast du sogar vergessen, das war letzte Woche, war die Filmbörse. Stimmt, ja. Die ist ja auch von euch. Genau, die haben wir auch gemacht. Es war so ein kleiner Ausflug in den Filmebereich. Ist auch erfolgreich gestartet und nächstes Mal sind wir eben in Kirkel. In Kirkel unterwegs. 2.12. ist Kirkel die zweite richtige Retro-Börse von uns. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Interview. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich. So, wir sind jetzt hier bei dem Pac-Man-Spiel und ich habe jetzt wieder die Brille und Mike wird mich jetzt mich hier ein bisschen lotsen und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Bestimmt eine Katastrophe. Aber lustigerweise sehe ich, dass die Kamera noch an, was du so durch die Seite sehen kann. Ja. So, was muss ich jetzt drücken? Keine Ahnung. Ich habe hier den Controller. Muss ich irgendwie auf Start oder sowas? Lass das mal gucken hier. Okay. Ja, kannst. Geht's los? Ja. Wohin? Links. Ja. Tot. Was? Links, links. Runter. Links. Rechts. Ah! Was ist das denn? Rechts. Runter. Langsam. Ich bin zu langsam? Ja. Rechts, runter, rechts. Tot. Sind wir schon tot? Ja. Wie viele Punkte haben wir? 9. Ernsthaft? Tu mal tauschen, soll ich probieren? Ja, bitte, versuch du mal. So. So. Okay, ich weiß nicht, wo du drauf drücken musst. Ich glaube, hier oben links war das. Okay. Gut. Rechts. Runter. Rechts. Hoch. Links. Runter. Links. Na, verdammt. Aber 12 Punkte schon. Links. Runter. Links. Hoch. Links. Links, 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 links. Hoch. Ne, runter, runter, runter. Rechts. Hoch. Links, rechts. Oh Gott. Nächstes. Links. Runter. Links. Hoch. Nein, oh verdammt. Das war meine Schuld, es tut mir leid. Rechts. Runter. Rechts. Hoch, rechts. Na, verdammt. So um die Kurve rum ist sau schwierig. Ich glaube, das war's. Game over, ne? Aber 29 Punkte. Tja. So gar nicht so schlecht. Kannst du besser navigieren wie ich. Und das war's mit unserer Beleuchtung. Das war unsere Beleuchtung. Notbeleuchtung hier so. So, wir zwei haben es hier mal ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe den Gregor wieder neben mir. Wir hatten letztes Jahr schon ein Interview und ich habe gedacht, ich muss den dieses Jahr auch wieder abfangen. Sehr gerne. Ich freue mich immer wieder, wenn wir hier ein bisschen was erzählen können. Ja, ne? Wir sind jetzt hier oben mal ein bisschen. Hier ist, glaube ich, so das Herz. Der Sarkon? Ja, hier oben ist so ein bisschen unser interner Bereich. Ne? Da hinten ist die Technik. Da machen wir ja dieses Jahr relativ viele Interviews auch, was alles live auf Twitch und auf YouTube ist, zu sehen ist. Ja, und unser ein bisschen interner Kram, Essen, Kleidung. Manche schlafen hier, wir sitzen hier auch gemütlich gerade. Ja, wir haben von irgendjemandem die Matratze geklaut fürs Interview gerade. Ja, unter uns ist ja die Aula, wo die Sarkon stattfindet. Und wie ist dann dieses Jahr so die Besuchszahl? Also gestern waren wir hier, glaube ich, schon um, ich glaube, 11:30, 12 waren fast alle Tische besetzt. Es war richtig gut, vor allem super viele Rollenspiel- und Brettspielrunden. Haben wir jetzt auch so ab, ich glaube, 1 oder 2 geht es nochmal richtig rund. Momentan ist es noch ein bisschen moderat, also geht noch. Ja, ich denke, die Leute werden langsam wach erst richtig, ja, oder? Genau. Ja, das ist, also wir hatten gestern, ich glaube, über 350 oder sowas. Ja, und das ist halt, wenn du halt überlegst, wir sind ja hier Teil des Colors of Pop dieses Jahr so ein bisschen und da sind gestern oder übers Wochenende, ich glaube, 40 Veranstaltungen allein in Saarbrücken jetzt hier. Ne? 40? Wo denn überall? Konzerte im ganzen Viertel und in Kneipen und da ist es schon super stark, dass überhaupt so viele Leute vorbeikommen und ich denke, wenn die alle ein bisschen ausgenüchtert sind, dann werden das noch mehr nachher. Aber auch jetzt schon, also hier die Brettspielrunden sind gut gefüllt, ja. Rollenspiel geht nachher weiter, Tabletop, die Turniere laufen schon seit heute Morgen. Ja. Nee, dann vielen Dank und wir schauen uns hier noch ein bisschen rum. Euch noch viel Spaß auf jeden Fall und dann sehen wir uns später wieder. Genau. Alles klar, ja, tschüss. Danke, tschüss. So, das war die Sarkon 2017. Es hat super viel Spaß gemacht. Mit der Retro Lounge hatten wir ein bisschen was Neues hier.
Wir haben ja auch dann dieses Pac-Man-Blind-Ding ausprobiert, das irgendwie so gar nicht funktioniert hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben da lassen und ansonsten kommentieren und abonnieren. Und ich esse jetzt erstmal mein Sandwich. Ich habe nämlich jetzt Feierabend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!